Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Die Wissenschaft ist erstaunt und überrascht über ein Mittel, über eine Substanz, eine endogene Substanz, die man in Pillenform jetzt einnehmen kann, und die heißt Spermidin. Und sie fragen sich, wie kommt das, fragen sich die Wissenschaftler, dass in der Tat, wenn man mit Mäusen Experimente gemacht hat, dass die doppelt so lange leben, wenn man ihnen Spermidin gibt. Meine Lieben, das Buch des Lichts lehrt das seit vielen, vielen Jahren. Und die Wissenschaftler verstehen eines nicht, dass keusch lebende Menschen, die also ihre Samenflüssigkeit sozusagen nicht vergeuden, das war ja so bei den Heiligen in Indien, die sind in den Dschungel gegangen, haben erstmal ein, zwei Kinder mit ihrer Ehefrau bekommen, haben dann das Haus verlassen. Und es war dann so, dass sie erstaunlich gesund waren, dass sie erstaunlich kräftig und natürlich waren, ja, gestrahlt haben. Das Buch des Lichts lehrt, das liegt daran, dass sie ihren Samen zurückgehalten haben, dass sie praktisch von ihrem Samen gelebt haben, beziehungsweise ihn in den Körper hineintransformiert haben, dort behalten haben. Nicht, weder durch Masturbation noch durch Sex, haben sie den Samen aus dem Körper gelassen. Er blieb im Körper und hat die Zellen enorm aktiviert. Und die Wissenschaftler staunen immer noch, weil sie nicht verstehen, dass in der männlichen Samenflüssigkeit dieses Spermidin ist, beziehungsweise jetzt haben sie es allmählich erkannt. Und deshalb nennen sie es Spermidin. Und deshalb existiert es auch in allen Körperzellen, auch in bestimmten Darmbakterien und so weiter. Ist also Spermidin. Und Leute, die mit wenig Spermidin geboren werden, die haben schon früh Haarausfall, die haben schon früh Herzprobleme und so weiter und so weiter. Das sind also die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, die aber im Buch des Lichts schon immer gelehrt werden. Es ist natürlich nicht sehr populär zu sagen, du willst lang leben, ja, dann lebe keusch. Bewahre deinen Samen und lade damit deinen Körper auf, energetisch, und du wirst sehen, du lebst länger und gesünder als andere, die eben, sagen wir mal, ständig Sex haben und ihren Samen immer expellen, wie das englische Buch des Lichts sagt, ihn immer wieder ausstoßen. Nun gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt Menschen, die haben Sex bis zum Lebensende und sehen eigentlich ganz energetisch aus und so weiter. Das sind aber solche, die im nächsten Leben dann spüren werden, was es bedeutet, wenn man seinen Samen los wird, nur zur Freude. Der Körper reagiert meistens mit Energieverlust, ja? Und das ist, also die Wissenschaft sagt, es ist ein biogenes Polyamin und so weiter bei der Bildung von Spermien. Und es ist auch so, meine Lieben, dass diese Spermidin natürlich auch in gesunder Nahrung ist, ja? Zum Beispiel in Nüssen. Spermidin, keine Frage. In Nüssen ist Spermidin, ja. Haselnüsse, Erdnüsse und so weiter, Mandeln haben Spermidin. Das heißt, in Lebensmitteln ist dieses Spermidin auch, das dann im Körper sozusagen in Zusammenmöglichkeit oder Flüssigkeit umgewandelt wird und dann im sexuellen Akt sozusagen benutzt wird. Spermidin. Und da sagt man dann, ja, das ist ein Wundermittel zur Mahlzeit und so weiter. Nun ja, meine Lieben. Es sind Substanzen in Nahrungsmitteln, die dieses Spermidin enthalten. Und darum ist es ja auch in jeder Zelle von uns enthalten, mehr oder weniger. Die Forscher wundern sich, warum Spermidin mehr und mehr
jetzt natürlich auch zusätzlich zugeführt werden kann. Warum? Im Alter sinkt der Gehalt in den Zellen von Spermidin. Vor allem von Menschen, mit wenigen Ausnahmen, die extrem sich sexuell verhalten, extrem Geschlechtsverkehr und damit viel Samen ausstoßen. Das gilt also meistens für männliche Körper, auch für weibliche. Und wenn jetzt das Spermidin, das ist so der absolute Renner, als Nahrungsergänzungsmittel. Ja. So, das nimmt man mit den täglichen Nahrungen auf. Aber ich wiederhole, es ist in Lebensmitteln enthalten. Wenn jemand ganz normal lebt, aber keusch lebt, dann sammelt sich dieses lebensverlängernde Spermidin in ihn oder in ihr auch an. Ja? Und darum hört man oft, dass gerade in den Klöstern, wo also die Mönche extrem keusch leben, die erstens extrem glücklich sind, viele davon, denn dieses Spermidin, das aktiviert ja alle Zellen, das öffnet ja alle Chakras oder alle Chakren. Ja? Wir nehmen bei ausgewogener, bewusster Ernährung etwa 7 bis 15 Milligramm Spermidin pro Tag ein. Ja? Das hält den Körper im Alter halbwegs stabil. Ich bin 77, ich fühle mich ganz wohl. Ja? Wenn ich auch mal ein Problem mit den Lungen habe, karmisch und so weiter. Ich will euch nicht sagen, wie ich nun lebe, ob das darauf zurückzuführen ist oder nicht. Ich sage nur, im Buch des Lichts steht ganz klar, Keuschheit führt zu höherer Energie und zu einem, ja, man kann sagen, längeren Leben in gewisser Weise. Darum ist ja auch bei Leistungssportlern, auch bei Boxern, wird es oft empfohlen, 3 Monate vor dem Kampf keinen Sex zu haben. Das sich anreichende und anbauende Spermidin sorgt dafür, dass der Körper zum Beispiel den Knockout besser nimmt, dass der Körper aktiver ist, stärker ist, kräftiger ist. Wenn wir Weizenkeime nehmen, getrocknete Sojabohnen und so weiter, sehen wir, da ist viel Spermidin. Spermidin-Supplemente werden aus Weizenkeimextrakt hergestellt, meine Lieben. Müsli, Kekse. Wir können mit Weizenkeimen den Spermidin-Haushalt verbessern. Aber man muss aufpassen, auch die Nüsse sind nur in Maßen gesund. Die enthalten auch Ballaststoffe und natürlich auch Spermidin. In allen Nahrungen ist irgendwie Spermidin. Wenn wir, wie das Buch des Lichts lehrt, nicht zur Unzeit essen, wenn wir vegetarisch essen, wenn wir jeden Bissen 30, 40 Mal kauen oder aktivieren, bis das Lebensmittel eingespeichert ist sozusagen, und wenn wir natürlich uns sexuell auch maßvoll verhalten. Ich will ja nicht sagen, dass jeder keusch leben soll. Ich sage überhaupt nichts. Das Buch des Lichts sagt etwas. Ich halte mich da raus, meine Lieben, ja? Nehmt nicht zu viel Käse zu euch, nur weil da Spermidin drin ist. Das ist auch falsch. Wenn jetzt Leute sagen, ja, Pilze haben sehr viel Spermidin in roher Form, ja, das ist was anderes. Dann kann man sagen, sie enthalten viel Spermidin. Der Meister Jesus hat immer gesagt, esset nichts, was hergestellt wird, höher als die Temperatur eures Leibes oder mit der Temperatur eures Leibes. Ja? Im Augenblick ist also Spermidin der absolute Renner, weil die Wissenschaftler festgestellt haben, dass Mäuse, wenn man ihnen Spermidin zuführt, dass die länger leben, dass ihr Fell stärker wächst. Und man hat verglichen, eine Maus bekommt Spermidin, die andere nicht. Und man hat sofort das Ergebnis gesehen. Nun ist das natürlich so eine Sache mit Tierversuchen, ja? Das ist eigentlich schlechtes Karma. Ich kann euch nur hier sagen, was das Buch des Lichts schon immer gelehrt hat, aber in anderer Weise. Transformierter Samen führt zu einem extrem gesunden Körper, zu hoher Aktivität der Chakren, zu einem höheren Alter, falls das Karma natürlich etwas anderes bestimmt hat, nicht? Dann hilft auch kein Spermidin. Aber zumindest ist es besser, meine Lieben, als diese schreckliche Adrenochrom. Mehr will ich dazu nicht sagen, denn ich will ja nicht gesperrt werden. Ehre sei dem Buch des Lichts. PS. Jetzt versteht ihr auch, warum in sogenannten höheren Kreisen
man männlichen Samen isst oder kauft in Behältern und dann zu sich nimmt. Schatten der Vergangenheit macht sich breit in unserer Zeit. Ein neuer Hass ist aufgekeimt. Es war schon einmal da, doch niemand sieht die Gefahr. Ein Schrei nach Menschlichkeit geht um die ganze Welt. Die Gerechtigkeit wird in Frage gestellt. Ein Hilferuf nach Toleranz stößt auf Gewalt und Ignoranz. Der Schrei nach Menschlichkeit ist lauter denn je. Macht die Augen auf, sonst ist es zu spät. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Ein anderer Glaube, ein brennendes Haus. Der Unterschied reicht für diesen Wahnsinn aus. Kriegsparolen an der Wand. Die Zeichen sind die gleichen, doch wo bleibt der Verstand? Nach Menschlichkeit geht um die ganze Welt. Die Gerechtigkeit wird in Frage gestellt. Ein Hilferuf nach Toleranz stößt auf Gewalt und Ignoranz. Der Schrei nach Menschlichkeit ist lauter denn je. Macht die Augen auf, sonst ist es zu spät. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Ein Schrei nach Menschlichkeit geht um die ganze Welt. Die Gerechtigkeit wird in Frage gestellt. Ein Hilferuf nach Toleranz stößt auf Gewalt und Ignoranz. Der Schrei nach Menschlichkeit ist lauter denn je. Macht die Augen auf, sonst ist es zu spät.